Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Direwolf 20. Ich bin zurück von einer lustigen, ja, Erkundungstour durch die Mistcraft-Welten. Ich bin immer hier drin gewesen und habe oben nochmal markiert, was wo so am besten war. Und ich habe noch einen Dungeon gefunden, deswegen habe ich so ganz viel verschiedenes Zeugs in meinen Taschen. Was ziemlich cool ist. Da ist einiges Gutes dabei gewesen. Snack, snack. Darunter einige Level, wie ihr seht. Also, meine Güte, wo hab ich denke ich alle her? Der Wahnsinn. Und hat einiges Zeug, einiges ziemlich gutes Zeug. Und zwar Ender-Lily-Seeds. Yay, ich bin sehr froh darüber. Die sind nämlich super. Die werde ich direkt einmal anpflanzen. Und zwar... ja, direkt hier vorm Haus. Nicht dahin. Und hier, die brauchen eine halbe Ewigkeit zum Wachsen. Aber wenn sie groß sind, dann... kriegt man daraus eine Enderperle, die wir nun mal wirklich dringend brauchen. Was ich zufällig, also was ich zum Glück auch gefunden habe, sind Enderperlen. Genau, ich bin durch die Gegend geflogen und habe nach, ja, einem Endermann-Biom gesucht. Keins gefunden, aber unterwegs ein paar Endermänner gefunden und ein Dorf, mit einem, Bienentypi drin und eben eine Dungeon-Kiste. Zum Beispiel habe ich endlich einen Wilderswand gekriegt. Der ist sau cool, ich liebe den. Der ist super. Und, ups, jetzt können wir mal eben hier aufräumen. Bisschen, Zeugs wegräumen. Ja, Horse Armor. Ein paar Bienen. Und das ist super. Obwohl, die Shop halt, die können wir direkt hier lassen. Blablub. Bisschen Ender Pearl Dust Obsidian. Silverbolt Sapling habe ich gekriegt. Das ist auch sehr selten, finde ich. Aber ich habe einen gekriegt. Hey. Trex. Das brauche ich nicht. Music Disc. Oh, die Matrix. Die brauche ich auch nicht. Den Bildersound können wir auch erstmal da reinpacken. Was habe ich denn hier noch so? Ach ja, genau. Gasttier. Ja, da war ich auch gewesen. Zack, Notebook. Das brauche ich noch. Und der Rest ist wichtig. Okay. Dann mal rinnen damit. Das auch. Gut. Wir müssten mal bei Gelegenheit unseren Platz in den Kisten prüfen, ob wir nicht demnächst mal ein paar Upgrades bräuchten. Die ist voll. Die ist auch voll. Ist noch Platz. Nicht mehr den größten Platz der Welt, aber schon mal nicht gänzlich leer. Hopp. Okay, dann tue ich jetzt mal die Fäckelchen wieder weg. Und dann können wir jetzt endlich unsere Ender-Quarry zu Ende bauen. Wird doch Zeit. So. Zack. Ender-Quarry? Jo. Enderquarry. So, was brauche ich dafür? Ja, genau. Mal kurz gucken, was habe ich denn jetzt schon? Ich habe die Enderblock-Dinger schon alle. Ach, Magical Wood. Oh. Stimmt, ich brauche einen Auto-Enchanter. Das wäre was. Enchantment Table, obwohl ich kann auch einen normalen Enchanting Table nehmen. Das kommt, glaube ich, aufs selbe raus. Gut, dann bauen wir das mal. Aha. Da war ich, glaube ich, so dabei gewesen irgendwie. Hab ich nicht? Ich hab doch... ich hab doch schon eingebaut. Oh Gott. Ah, schlimm. Wie viel... Ups, nein, nein. So. Wie viel brauche ich davon? Ich brauche 8, ne? 8. Oh je. So viel. Na super. Moment. Tja, das ist erstmal eine Menge Buch, was ich brauche. Einen halben Stack. Mein Gott. Ja, dann kann ich mir direkt mal meine 32 Level rausholen hier. Wow. Okay. So viel. Ui, ui, ui. 32 Buch. Ah, Moment, ich glaube, ich lege mir direkt mal einmal das... Ach, schreibt gar nicht so. Das Rezept zur Seite, zur Hand, zur... dahin, halt. Ich brauche noch mehr Bücher. No. Wie viel brauche ich? Ich brauche... Moment, ich glaube halt... Wie... Ach, genau, im 8... Wo, Moment, da packt ihr doch nicht mehrere raus, wenn man die macht? Nur einen? Nur. Da
Das ist nicht zu viel. Also brauche ich 8 Bücherregale. A3 Bücher sind laut Adam Riese 24, also noch 24 Bücher. Puh. 24. Und ein bisschen Holz. Natürlich genau ein zu wenig. So. Plüpp. Die Nase juckt. Wie unangenehm. So, und Gold brauche ich auch. Genau, 24. 24? Stimmt das? Bring ich 32 von? Ne, ist aber so egal. Kann ich mal zur Not noch nachholen. Ah ja, stimmt. Dann brauche ich noch ein paar. Wo? Ach so, da. Zack. So ist brav. Oh, halt. So, zu viel. Natürlich mal wieder clever. Ich kann nicht rechnen. Note macht nichts. So. 32 Bücher. Ach Gott, ich kann ja nicht rein dingsbumsen. Ach, ich. Oh je, oh je. Das wird jetzt ein bisschen ätzend, glaube ich. Ach, herrje, Mine, das ist doch bescheuert. Naja. Vielleicht doch einen Auto-Enchanter. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Da können wir wenigstens ein bisschen, ja, ne? Hier hatten wir Gold übrig. Das ging jetzt wie im Auto. Auto, Enchantata. Enchantatatatata. Ach so, Eisen und Redstone. Okay, dann ist nicht so schlimm. Redstone sollte man eigentlich immer da haben. So. Gib's her. Gracias. Auto Enchantata. Dann tue ich das jetzt mal. Ja doch, so. Dann brauche ich ein Flu-Dukt. Flu. 1 reicht. Habe ich hier Glas drin? Glas. Und Eisen-Redstone habe ich hier. Da. Ach ja. Nee, so rum. So? Nein, das rum. Ah, scheiße. Und so, und dann Wrench. Wo ist mein Wrench? What? Hä? Ach nee, Crease and Hammer heißt er ja doch. Haha. Ha. Clever. Was ist denn das? Forgehammer? Ach so, ja klar, für Dingens. Ha. Nein, so. Okidoki, da brauche ich so und da brauche ich so. Dann kriegst du den hier. Genau. Und du bekommst Autodrink und du bekommst nein. Nein. Das ist Auto extrem. Ja, genau. Und zwar plopp. Dankeschön. Und hallo? 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 Warum funktionierst du jetzt nicht? Das. Ach so, hier natürlich auch. Okay. A3
alles gut, Kiste, Auto-Eject, alles so prima, denke ich. Weil eine Kiste könnte ein bisschen wenig sein, deswegen mache ich mal eine Eisenkiste draus. Das macht mehr Sinn, ja. So, Auto-Eject, hier bitte. Bücher und eins und ja, perfekt. Genau so wollte ich es haben. So und nicht anders, meine Freunde. Oh Gott. Ja. Das ist blöd. Aber was tut man nicht alles für eine coole Quarry? Oh mein Gott. Das ist so ein richtige blödes Sisyphus-Arbeit. Definitiv. Scheißendreck hier. So. Nicht mehr viel. Juhu. Noch drei. Achso, ich habe jetzt die ganzen Levels genommen. Das Ding geht nur bis hier, also nehme ich mal das Level wieder raus. Kann das Ding sich wieder zurechtschlürfen? Bei Gelegenheit, wenn wir noch mehr brauchen davon, können wir immer noch das Ding nach unten verlegen. Dann können wir auch von die anderen, ne, daran. So, prima. Dann hätten wir das jetzt geschafft. Gott sei Dank. So, dann war das so und zack, genau, Enderperle und dang it. Enderperle? Nein, das ist keine Enderperle. Das, Enderperle oder Eye of Ender? Eye of Ender, genau. Blaze Powder. Blaze? Habe ich den schon gemacht, meine ich? Nee. Dann machen wir das mal. Wie viel brauche ich davon? Nummer 2, ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist Glowstone, ne? Ja, gut. Stecken wir die in meinen Pulverizer. Ach, 4 Stück kriegen wir sogar da raus. Okidoki. Das ist super. 2. Brauche ich nicht sogar noch eins mehr? Nö. Ach genau, die Endothermic Pumps. Habe ich die schon gemacht? Nein, ne? Dann brauche ich da auch nochmal jeweils ein Eye of Ender. Also insgesamt 4. Okay. So. Plöpp. Gut, die Cores haben wir schon mal. Dann tue ich jetzt die 2 dahin. Damit ich hier nichts vergesse, dann irgendein Sapling. So, ich vollkommen egal, was für ein Setzling. Warum da ein Setzling drin ist. Nehmen wir mal. Machen einfach ein Oakwood-Sapling. Zack. So, dann brauchen wir die Pickaxe. Die kommt hier hin. Dann brauche ich jetzt als erstes mal das Diamond Infused Burnt Quartz. Ah, den brauche ich auch noch. Das kriegen wir noch hin. Glaube ich. Ich brauche 16. So. Zack. Und einmal in die Furnace. So, dann brauche ich, das war so, dann brauche ich die Diamantos. Ah, nee, Quatsch, stopp halt. Das war so und dann so. Genau, und Burnt Quartz drumherum für den Diamant-Core-Ding. Okay. Ja, Burnt Quartz ist auch eine super Erfindung, weil ich finde, das ist das super, ja, Gegenteil von dem weißen Quarz. Und was richtig schwarz ist, gibt es ja eigentlich auch nicht in Vanilla Minecraft, außer den Kohleblock. Aber den kann man auch nicht zu Stairs und Slabs machen, womit man also nicht vernünftig richtig bauen kann. Also uneingeschränkt.
Deswegen finde ich das auch eine sehr, sehr coole Sache. Sollte Vanilla Minecraft auch einführen. Wenn sie schon Quarz einführen, können sie auch das Burnt Quarz einführen. Oder eben gut bearbeitbaren Kohleblock. Ne? So. Okay. Jetzt brauche ich 2 Ender Thermic Pups. 2x Eisenspitzhacke. Mehr Eisen. Und ein bisschen Stickies. So. 2 hiervon. Oh, hat er ja noch drin gehabt. Gut. 1, 2. Dann brauche ich Buckets. Habe ich Buckets? Halt, stopp. Ich habe doch Bucket, einen Bucket. Mehr Bucket. Bucket. 2 Buckets. Ich denke, das ist erstmal ausreichend. Buckets. Einmal Wasser. Und einmal Lava habe ich unten, natürlich. Ja, natürlich. Hopp. So. Wasser, Lava, Eisen. Genau, Diamant und 4 Dinger und Auge in der Mitte. Ach, davon habe ich auch noch nicht genug. Diamant, ne? Ja. Einmal. Dann einmal Wasser nochmal und noch einmal Lava. So, aber ich habe jetzt einfach das 2x gemacht, einfach damit wir müssen keine Eisen für Eimer verschwenden. Ich meine, der kurze Weg, den können wir auch nochmal eben gehen. So, wie werden die Dinger noch gleich hergestellt? Nein, nicht U, sondern R. Ach ja, genau, Obsidian um eine Enderperle. Ich glaube, das reicht gerade eben. So. Zack, 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 zack. Die Spitzhacke. Boom, 2. Jawohl, wir haben es geschafft. Supi. Bumm. Ah, schön, kann der nicht. Pech für ihn, dann mache ich es eben mit Hand. Ich hoffe, er nimmt den Setzling, ansonsten mal gucken, was er da für einen Setzling nehmen können, sollen, müssen. Nö, läuft. So, jetzt heißt es wiederum Zäune bauen. Ja, und zwar einfach aus dem Grunde, wir müssen für die Ender Quarry einen, ja, also für die normale Quarry haben wir es ja so, dass wir mit den Landmarks das Ganze setzen. Und bei der Ender Quarry ist es so, setzen wir den Pfad, den wir mit den Landmarks normalerweise setzen, aus Zäunen. Und ja, deswegen machen wir jetzt mal eine riesengroße Menge Zaun. Boom. Ich glaube auch, die Ender Quarry hat ein Maximum von 64x64. Und ich möchte nicht so riesig anfangen, weil da natürlich auch die Ender Quarry Energie braucht und Zeit, bis sie unten ist. Und wir brauchen natürlich alles Zeug von allen Ebenen. Deswegen lassen wir sie mal lieber erstmal nicht ganz so viel groß abbauen, damit wir recht schnell unten sind und Diamanten kriegen und Co. Und ja, ich überlege gerade auch, wo wir das denn machen. Nein, nehmen wir die. Ja, weil die Ender Quarry baut zwar nichts ab, aber sie steht trotzdem im Weg und ist nicht unbedingt hübsch anzuschauen. Ich überlege gerade, aber ich glaube fast, ich möchte die über diesen See hier vorne setzen. Einfach aus dem Grund, da kriegen wir noch ein bisschen Sand. Das kann immer nicht schaden. Und da, wo ein See ist, ist die Welt auch relativ flach. Das heißt, wir müssen nicht so viel Erde ebnen. Ja, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, ich gehe mal ins Bett und dann gucken wir uns das mal eben an. Und dann setzen wir das ganze Ding in der nächsten Folge dann endlich hin. Und setzen Strom dafür auf. Was zum Teufel ist das denn? Was ist das da? Ah, ich glaube, es ist eine Wisp. Eine schwarze Wisp? Das erscheint mir... Ach nee, die ist bestimmt nur ausgedingst. Direkt mal ins Fledermäuschen packen. Ah nee, könnte auch ein Baum sein, wa? Nee. Was ist das denn? Eine Wisp vielleicht unter der Erde? Das erscheint mir merkwürdig. Na, ist auch egal. Lassen wir uns davon nicht beirren. Und setzen erstmal die Ender Quarry. Ja, hier ist doch schön flach. Sogar sehr schön flach. Ich glaube dann... ich weiß gar nicht... ich glaube, ich muss hier ans Eck
setzen. Ja, das kann hinkommen. Dann werde ich das Ganze mal von der Seite hier quasi aufsetzen. Also von hier habe ich meinen Axt dabei. Ja, aber die möchte ich nicht. Ich möchte gerne meine Großaxt nicht dabei. Okay, naja, wie gesagt, ich werde die Quarry, denke ich mal, dann hier hinsetzen und dann nach da und da den Zaun setzen. Wir brauchen wieder nicht einmal einpacken, sondern nur, oder? Doch, einpacken? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht. Zwei Reihen rechnen quasi. Dann machen wir einmal hier so quer rüber. Das ist, denke ich, okay. Dann werde ich mal den Platz vorbereiten bis zur nächsten Folge. Und würde mal sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.